Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Naja. Ja, sah ganz so aus. Naja. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Und dann? Harte Drogen. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Das klingt gut. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam wie haben wir die denn gemacht? Don. Und sogar Pauli hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man... Zufrieden. Ja. Genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Und? Was ist daraus geworden? Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat er keine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Das ist wohl nicht passiert, hoffentlich. Und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Was wird mir klar? Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Was ist passiert? Ich glaube, wir werden es jetzt erfahren. Ah, dieser Morello. Hab nur Schlechtes bis jetzt über ihn gehört. Mein Boss ist viel besser. Bon Appetit. Auf sein Gesicht. Klebt es ihm voll aufs Gesicht. Tommy. Ich könnte was essen. Hey, Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Ja, ich hab Hunger. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Ja. Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Ja, und ich erst. Bin ja nur noch Haut und Knochen. Hast du eine Waffe? Und sehr viel Fettgewebe. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Na gut. Und deswegen fahr mal in so einem geilen offenen Auto. Naja, ich beschwere mich nicht. Das ist ja richtig genial. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie sehr wissen, gut. Wie es läuft. Gut. Alles passt. Ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Ja. Ich rede gern mit Ihnen, Busch. Vor allem, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt. Mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich hab Pläne. Viele gute Erdpläne. Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Kann man das Ding mal auf einer geraden Strecke ausfahren? Ich glaube, das ist ein richtiger Flitzer. Nein. Oh, doch. Der Wegpunkt ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Dann gib Gas, Junge. Ich will 100 Mal erreichen in dem Spiel. Ja. Ach komm. Abbiegen ist nicht so meins. Und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam, komm schon. Wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Komm, ausfahren. 120. Wir brauchen nur eine lange Strecke. Das könnte klappen. Na? 65, 70. Gleich 80, gleich 80. Da fehlen dann noch 40. Na, jetzt wirkt's angemessen schnell. Mist, bin vorbeigefahren. 90. Kann ja hier umdrehen. Hui. Das war mein Abzweig.
So drehe ich immer um. Ach, das hat Spaß gemacht. Ein Auto macht Spaß. Wieso fahren wir nicht nur darin rum? Wird mich auch benehmen. Habt ihr ja gesehen, wie gut ich das kann. Und hier ist ein gutes Restaurant. Ich freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Den Safe? Oh, nee, das war ja Cassetta. Mehr Wein, Beeilung, still! Vielleicht ist Morello ja hier. Don Salieri! Willkommen, mein Freund, willkommen! Oh, der freut sich aber. Hey, los! Unser Gast ist da! Was geht's denn heute, Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponada probieren. Ausgezeichnet, bravo, Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Oh, der ist hier überfreundlich. Weiß ja, dass das ein krimineller Schweinehund ist, mein Boss. Extra für Sie reserviert. Oh, ein Chianti. Sehr Bene ist es. Zum Wohl. Dankeschön. Ich freue mich, dass du trocken bist. Bin ich trocken? Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Nein. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Oh, du Arsch. Trinke werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ich glaube, ich werde meinen Boss in ein paar Jahren einfach verraten an die Polizei. Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Du hast noch kaum probiert. Molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Bin auch ein Gourmet. Zumindest formmäßig. Du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Oh oh. Oh oh. Runter! Runter! Nein! Nein! Nicht der Wirt! Sind die vom FBI? Vorsichtig! Verdammt, schade um den Wein! Ist das direkt Morello? Hey, Salieri! Komm raus! Dann machen wir es schnell! Nein, danke! Macht's langsam! Und schön die Rübe zeigen! Nicht ausräuchern, Joe. Scheiße, Deckung! Nein, das schöne Auto. Nehmt den Don, lasst das Auto. Oh je, da kriegt man eine Rauchvergiftung. Also als Don kann man ja nirgends mehr rausgehen. Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Schrotflinte. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorne. Ich dachte von hinten. Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Na, da ist er aber wütend, dass er nicht essen konnte. Tom. Mach einfach schnell, ja? Ja, ja. Meine Waffe. Wer sagt es? Ein Toter. Neun, nachladen. Ist da oben jemand? Scheiße. Ja, der hat mich ordentlich erwischt. Da war aber ein Hilfe-Item ganz in der Nähe. Meine Geduld ist auch am Ende. Nicht alle zusammen. Erstmal Hilfe-Item. Erstmal Hilfe-Item. Und Munitions-Item. Na also. Ja, ich komm durch. Schießt jemand von hinten? Eine Granate wäre hilfreich. Ein Scheiß habt ihr. Nicht jemanden den Rücken zudrehen, der gerade auf euch schießt. Ja. Und ihr? Natürlich habe ich ihn umgelegt. Deswegen bin ich sonst da. Schöne blaue Autos habt ihr.
Wo ist der Kollege da hinten hingerannt? So. Boss! Alles sauber! Ja, sehr sauber. Nehme ich mit, das Magazin. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Wir nehmen doch einfach eins von deren Autos. Wir fahren sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Carlo? Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ernsthaft? Weiß, Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Dieser Arsch. Fahr mal los. Ich bin in Morellos Auto. Ich bin kein... Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Und verständlich. Was deine Wagen ist, mein Auto zu schrotten. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung noch heult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Inspektorin und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Ja. Weiß nicht, warum weißt du, die Leute so illoyal sind. Ich würde dich nie verpfeifen, Boss. Ich würde nie zur Polizei, zu einem Detective in einem Diner gehen und reden. Na gut, aber Rache ist Blutwurst. Man nimmt einen Kerl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er seinem Soheim, wenn er es war. Unfassbar. Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Das wäre zumindest möglich. Mein Gott, jemand hat uns jahrelang bei Morello verpfiffen und wir kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen. Ja, und vor allem den netten Gastwirt. Oh. So. Los jetzt. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Die Ficken. Verdammt, was? Verdammter, mieser Penner. Oh. Verschwinde, lieber Kleiner. Ich werde ihn erstmal befragen. Fertig, Carlo. Warum, Carlo? Warum? Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Ich hab's ja jetzt einen Herzinfarkt bekommen. Junge, verdammt ist der schnell. Oh, scheiße. Wie sollst du ihn denn kommen lassen? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja, lauf doch! Hab ich eine Waffe? Wieso habe ich keine Waffe? Sie bringen mich um! Ja, nicht zu Unrecht, würde ich mal sagen. Hättest du mich an die Polizei verpfiffen, wäre ich nicht so. Aha. Dann fang an. Wieso kannst du rennen und so gut schreien? Lass mich mit dem Boss reden. Ich kann's erklären. Tommy, hör mir zu. Morello, er wollte meine Mutter töten. Ich musste es tun. Ich wurde gezwungen. Was wurdest du? Wieso lebt er noch? Ich habe ihm in den Kopf geschossen. Ich dachte, er tritt ihm ins Gesicht. Au, au, au. Ein Glück hängt da ein Handtuch. Das will man echt nicht mit ansehen. Wollen wir noch auf ihn pinkeln? Ich hätte ihn trotzdem noch mal irgendwie angeschossen. Ist alles klar? Sicher. Oh, wer ist denn Sergio für ein Typ? Warte. Ist das Gordy? Was für ein Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Au. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs. Hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Nein! Streiks sind schlecht fürs Geschäft.
Das auf jeden Fall. Ich habe Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Mhm. Und der ist nicht begeistert. Gott verdammt! Lass den Stuhl in Ruhe. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Mhm. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Sergio grinst aber die ganze Zeit. Krieg, seit warum wir denn das? Töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Mhm. Was soll ich machen? Weiß ich doch nicht. Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Ja, ja, die passen bestimmt gegenseitig auf sich auf. So, wieder am Ende vom Kapitel, das heißt automatisch am Ende der Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.